Wir lauschen noch ein bisschen schöner Zittermusik. Okay. Und ich bin mir sicher, alle Zuschauer haben schon drauf gewartet. Wann kommt da denn endlich der dritte Mann? Wir sind zu zweit. Und jetzt hören Sie zumindest vom dritten. Super gespielt. Toll. Wie lange spielen Sie das Instrument schon? 35 Jahre, 40 Jahre. Wer hat Ihnen das denn beigebracht? Ein junger Mann, mein Schwager. Aha. Und freiwillig dazu gekommen, zu diesem Instrument, oder angeregt? Nein, worden? Wir hatten eine CD zu Hause. Die ja. Oma hat mich dran gebracht. Und hat ordentlich dafür gesagt, Kind, ja, du musst ein genau. anständiges Musikinstrument lernen. Genau. Und immer freiwillig gespielt? Mehr oder weniger, ja. Oma hört doch jetzt nicht zu, oder? Sie lebt nicht mehr. Eignet sich das Instrument auch für klassische oder auch für Schlagerstücke? Auf jeden Fall. Die Zither ist sehr, sehr vielseitig. Man meint es nicht, es ist auch volkstümlich. Ja. Man hört es auch meistens nur in der Volksmusik. Können Sie mir ein Stück beibringen? Ein Akkord? Ein Akkord. Ich habe mir schon sagen lassen, das ist eine sehr schmerzhafte Geschichte. Und ich habe es einmal probiert, ganz vor 2 Stunden. Welchen Akkord kann ich spielen? G-Dur. Wo muss ich hin? Auf den Punkt. Ja? Diesen Daumen. Nee. Nee. Das ist der Daumen. Ja? Und der Ringfinger auf die zweite Bund. Hier auf diese Seite. Diese so. Seite, ja. Und jetzt? Feste drücken. Nee, Sie spielen mit dem. Das ist der. Den müssen Sie drücken. Ah. Und das ist das Wichtigste bei der ganzen Geschichte, ja, ne? Das ist der Ring. Der Ring. Und der begleitet sich schon viel lang. Nee, das passt nicht. Nee, das passt nicht. Eieiei. Ah, das war der erste Ton, da vom dritten Mann, oder? Ja, genau. Ja. Wunderbare Geschichte. Wann treten Sie das nächste Mal auf? Wann kann man Sie hören? Ich habe den nächsten Auftritt heute in 8 Tagen in Hefersweiler. Hefersweiler, und da sollen alle Zuschauer aus dem Südwesten ruhig hinkommen. Ist ein Nachbarort von uns. Großes Oktoberfest oder Novemberfest schon? Oh, so groß ist es nicht, aber Leute dürfen gerne kommen. Aber ich darf mich herzlich bedanken.